Wir möchten sofort nach dem Einschalten des Computers alle Bildschirmobjekte in der Größe 125% angezeigt bekommen. Und zwar ohne, dass wir irgendetwas anderes machen als den Computer hochfahren. Diese Einstellung können wir in der Systemsteuerung vornehmen. Und zwar dauerhaft. Wir wandern mit dem Mauszeiger einmal in die linke untere Ecke, sodass wir einmal das Windows-Symbolfenster sehen. Bleiben mit dem Mauszeiger auf dieses Windows-Fenstersymbol, klicken die rechte Maustaste und wählen einmal aus dem Menü Systemsteuerung. Dann klicken wir die linke Maustaste. Jetzt sehen wir das Fenster alle Systemsteuerungselemente. Hier zeigen wir einmal auf den Link Center für erleichterte Bedienung und klicken die linke Maustaste. Jetzt befinden wir uns im Center für erleichterte Bedienung. Innerhalb dieses Centers, dieses Fensters Center für erleichterte Bedienung, gibt es einen Bereich, der nennt sich Alle Einstellungen anzeigen. Als Erklärung steht hier, wenn Sie diese Einstellung auswählen, werden Sie automatisch bei der Anmeldung gestartet. Und genau das wollen wir. Und zwar wollen wir einmal Erkennen von Bildschirmobjekten erleichtern. Auf diesen Link zeigen wir, und zwar geht es hierbei um die visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren. Wir zeigen auf diesen Eintrag Erkennen von Bildschirmobjekten erleichtern und klicken einmal die linke Maustaste. Jetzt sind wir in dem Fenster Erkennen von Bildschirmobjekten erleichtern. Jetzt wandern wir weiter runter in diesem Fenster in den Bereich Elemente auf dem Bildschirm vergrößern. Hier haben wir einen Link Größe von Text und Symbolen ändern. Da zeigen wir mit dem Mauszeiger drauf und klicken die linke Maustaste. Jetzt erhalten wir das Fenster Anzeige. Wenn wir dieses Fenster einmal hier uns anschauen, dann steht hier Größe aller Elemente ändern. Als Erklärung, vergrößern oder verkleinern Sie Text und andere Elemente auf dem Bildschirm, auf dem Desktop. Verwenden Sie die Bildschirmlupe, um nur einen Teil des Bildschirms vorübergehend zu vergrößern. Also es geht hier nicht um die Bildschirmlupe, es geht hier nur um diese Grundeinstellung, die Größe aller Elemente ändern. Voreingestellt, wenn das Betriebssystem installiert wird, ist der Eintrag kleiner, Bindestrich, 100%. Das ist also der Standard. Ich habe hier einmal alles umgeschaltet auf den Eintrag Mittel. Deswegen habe ich einmal hier auf die Option Mittel gezeigt und die linke Maustaste gedrückt. Wenn ich jetzt einmal hier, ich vergrößere dieses Fensteranzeige einmal, wenn ich jetzt einmal hier draufklicke, dann würde, also Sie haben ja bis jetzt noch wahrscheinlich 100% Standard eingestellt, so wie das Betriebssystem ja alles hier installiert hat. Und dann, wenn Sie dann eben auf diese Größe 125% zeigen und die linke Maustaste drücken, dann würde hier diese Option ausgewählt sein. Und nachdem das hier eine Änderung ist, dann würden Sie hier auch dieses Feld hier in dieser dicken Schrift sehen und nicht so wie jetzt bei mir in dieser Schrift übernehmen in der dünnen Darstellungsweise. Das heißt also, ich habe diese Einstellung Mittel 125% schon einmal übernommen, indem ich einmal hier drauf gezeigt habe und die linke Maustaste betätigt habe. Danach war dieser Computer einmalig in ein Meldefenster gefahren, dass er also gesagt hat, bitte alle Anwendungen abspeichern, die sind. Und dann drücken Sie weiter, wenn Sie den Computer neu starten wollen, damit er diese Einstellung, die Sie jetzt gerade gewählt haben, also einmal hier die Einstellung Größe aller Elemente ändern, Mittel entspricht 125% zum Faktor für alle Bildschirmelemente. Das hatte ich also ausgewählt, bin dann hier drauf gegangen und dann habe ich vorher alle Programme geschlossen, alle Dateien abgespeichert und bin dann auch weitergegangen. Damit ist der Computer neu gestartet. Ich habe mich angemeldet unter meinem Benutzername und dann
habe ich eben diesen Bildschirm gesehen, den auch Sie dann sehen würden danach. Und zwar hier diese Vergrößerung. Ich habe jetzt im Moment noch die Bildschirmlupe an. Das wäre also hier der normale Anzeige, die Sie dann sehen. Und auch die Elemente, die hier unten sind, die sind größer, sodass Sie jetzt zum Beispiel einmal hier, wenn Sie das jetzt hier anfassen mit dem Mauszeiger hier unten in die Tastleiste fahren, sodass hier ein Doppelpfeil raus wird und Sie würden eben hier jetzt nur das hier sehen, dann könnten Sie hier alle Elemente trotzdem noch hier durchklicken, um dorthin zu gelangen, wo Sie hinwollen. Oder eben Sie können das hier hochziehen, damit Sie auch noch alles mehr hier sehen, was hier unten noch drin ist an Programmen im Hintergrund. Ja, ich würde sagen, das war's, wie wir über die Systemsteuerung einmal dauerhaft alles so einstellen, dass wenn der Computer hochfährt und dann startet er sofort in dieser Größe von 125% vergrößerten Bildschirmobjekten. Dafür, das gilt für alles, was Sie hier machen, für alle Programme. Wenn Sie hier irgendwo irgendwas öffnen, alles wird größer angezeigt und auch zum Beispiel eben hier dieser PC oder was alles, was hier drauf ist, alles wird größer angezeigt, alle Ordnernamen hier, alles wird größer angezeigt, alles was hier ist, wird größer angezeigt, der Dateiname, alles wird größer angezeigt, sodass Sie, wenn Sie eben sehen, eingeschränkt sind oder das Ganze einmal hier über einen Beamer zeigen wollen, alles sehr viel deutlicher sehen. Egal welches Programm Sie benutzen, Sie könnten zum Beispiel auch eben ein Programm, was nehmen wir denn jetzt mal, IrfanU zum Beispiel hier, dann sind auch diese Menüs, die hier oben sind, auch die sind etwas größer dargestellt hier, sodass Sie alles sehr viel einfacher sehen und bedienen können. Ja, ich würde einmal sagen, das soll es einmal gewesen sein, wie ich hier diese ganzen Einstellungen einmal hier vornehme, einmalig und dauerhaft, dass sofort der Computer mit dieser Vergrößerungsfaktor von 125% einmal dauerhaft startet. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.